gegen Kirby Amiibo. Hi Leute, der N-Smash XD ist wieder am Drücker mit einem neuen Part von N-Smash vs. Amiibo, aber diesmal nicht alleine, denn es ist ein ganz besonderer Part, ist schon witzig. In einem Part habe ich gesagt, wäre schon mal was anderes, einen Gastkommentator dabei zu haben, und ja, es ist jetzt tatsächlich soweit, ich habe einen Gast dabei, und wer ist es denn? Hier ich bin, ja, Keanu, Yoda und so. Ja, Yoda ist bei mir im Projekt dabei. Sehr gut, die Macht ist mit mir. Ja, wir sehen Kirby, erklär mal, Kirby. Ja, der Keanu ist bei uns. Ja gut, Kirby ist unser Herausforderer in diesem Part, diese kleine teuflische rosa Knutschkugel. Der Angriff bei plus 78 und die Abwehr auf plus 82, Tempo auf minus 69, 69 ist eine sehr schöne Zahl. Das ist ein Standard-Joke bei uns. Kirby ist ja so ein Charakter, der verdammt leicht ist, deswegen habe ich ihnen auch einige Abwehrpunkte gegeben, damit er nicht sofort rausfliegt. Und Angriff, ja. Da Sakurai und sein Team ja gerne mal so einige Kirby-Spiele machen, hat man natürlich das Gefühl, Kirby wird bei denen bevorzugt, so ein bisschen. Man denke mal an den ersten Teil zurück, richtig, Keanu? Also da Kirby sein Up-Smash, das war, damit hat man nicht zu spaßen gehabt. Ja, Kirby war da im ersten Teil richtig OP. Da hat man schon gemerkt, dass da die Kirby-Entwickler hinterstecken bei den Smash Bros. Teilen. Gut. Kommen wir dann zu den Bonuseffekten. Stärkerer Luftangriff. Kirby ist ja so ein Charakter, mit dem man gut in der Luft angreifen kann. Aber auch ein leichtes Ziel für Luftangriffe. Ja gut, leicht in Anführungszeichen. Deswegen hat er auch stärkere Luftabwehr als zusätzliche Bonusfähigkeit. Und natürlich als dritte und letzte meine Lieblingsbonusfähigkeit, die Autoheilung. Ach. Na gut, dann würde ich mal sagen, reden wir nicht mehr lange und beginnen mit dem ersten Kampf. Sehr schön. Und wir beginnen mit Corrin. Beziehungsweise ich beginne mit Corrin. Ja. Es sagt sein, dieser Part ist nachkommentiert, weil ich ja keine Bildschirmübertragung geben kann. Von daher tut der Keanu das ausnahmsweise mal für mich aufnehmen. Ich tue das dann auch alles zurechtschneiden, wie es sein sollte. Aber das ist jetzt halt der erste und ich denke mal eventuell der einzige Part von N-Smash vs. Amiibo, der nachkommentiert sein wird. Und man sieht, Kirby haut schon ordentlich rein. Ja, die Knutschkugel, der Premium-Knödel oder wie man ihn auch immer nennen will, er macht halt deutlich Schaden durch den Ohrhüttenangriff und er nimmt kaum Schaden. Daher, trotz dass er so leicht ist, ja, der hält schon was aus durch die ganzen Abwehrpunkte. Das mache ich ja generell bei Charakteren, die recht leicht sind. Deswegen gebe ich immer ordentlich Abwehrpunkte, damit ich es nicht so ganz leicht habe. Ja. Ich wollte gerade schon sagen, momentan trifft er nicht, aber dann, bams, haut er dich fast raus. Ja. Und Corrin, der ist ja noch nicht so lange raus, genauso wie Bayonetta. Und Corrin gehört ja jetzt zu meinen Mains und von daher dachte ich mir, ja, für N-Smash vs. Amiibo zeige ich ihn euch auch mal. Beziehungsweise sie. Und sie wird ja öfters noch kommen, weil, wie gesagt, sie gehört jetzt zu meinen Mains. Ja, über Corrin haben wir aber bereits schon gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge die Videos kommen. Doch. Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben für diesen Part hier. Achso, dann kommt dieses Video also nach. Okay, gut. Ja, es wird auf jeden Fall am Montag kommen. Okay, na gut. Auf jeden Fall, beide haben viele Prozent drauf bekommen. Mal gucken, wie sich... Ja, das hat sich schon geklärt. Wie war das Commentators Curse? Sui und so, ne? Up Smash nach oben, Fuß ins Kinn. Und weg ist Kopf. Ja, jetzt muss Kirby Schaden aufbauen, was er gerade auch ohne Probleme schafft. Und Corrin muss sehen, dass Kirby rausfliegt und kaum Schaden aufgebaut bekommt. Ja, warum sagst du eigentlich Corrin? Red doch so über mich. Ich bin das gewohnt, dass ich den Charakternamen anspreche. Statt den Spielernamen, ansonsten verwirre ich mich selber. Okay, auch nur Ferro, da hat er selbst angegriffen. Nein. Nein, hab ich nicht. Und das hat leider noch nicht gereicht, um Kirby rauszuhauen. Ja. Aber das... Jetzt hat er wach. Ja, es ist wirklich schwer, so eine Amiibo rauszuhauen, wenn sie viele Abwehrpunkte hat und dann noch die Autoheilung. Da ist es wirklich schwer, Prozente reinzukriegen.
Momentan sieht es so aus, als würde es auf einen Sudden Death zulaufen. Das ist auch so eine Sache, wo ich am Anfang von dem Projekt nie gedacht habe, dass wir so viele Sudden Deaths bekommen werden. Noch 10 Sekunden. Hier die Aquawelle, ich sagte zu diesem Angriff immer Aquawelle. Das sieht einfach so aus. Schon. Irgendwie. Ich kann wunderschön paralysieren, wie wir gerade gesehen haben, und vorbei. Noch nicht ganz. Es ist noch nicht vorbei. Die Aquawelle! Und Dash Attack und. Da grabt er mich, gib mir erstmal ein bisschen Bitch Slap und weg. Wie oft er zugeschlagen hat. Ich hab so den Stick hin und her geschleudert, könnte man schon sagen, aber ich bin nicht aus diesem Grab rausgekommen. Naja gut, dann schauen wir uns mal den zweiten Kampf an. Oh yeah. Rosalina und Luma, jetzt hätte ich fast Kopiererfähigkeit gesagt. So, wir haben Mewtwo. Ja. Die ja. Schlüssel of Death legt sich mit Mewtwo an. Hör auf, das zu machen. Zwei eigentlich relativ leichte Charaktere und die Final Fantasy Stage. Ja. Und hier kommen die Aeons, die Bestias, die Beschwörung, wie auch immer man sie nennen will. Genau. Ab Part 21 war das ja, glaube ich, wo ich gesagt habe, ja, wir machen keine Omega Stages mehr. Machen wir die richtigen Stages. Und so eine Stage mit solchen Beschwörungen, das hat schon mal einen ordentlichen Einfluss auf den Kampf, könnte man schon so sagen. Ja, wenn die Stage eingreift und man zwischen die beiden Stage-Platten kommt, Ja, das ist schon mal gleich ein Stock weg. Das ist ein Instant-Kill. Ja, momentan läuft es für dich. Ja, aber Kirby tritt mich hier im wahrsten Sinne des Wortes mit Füßen. In nur 5 Sekunden hat sich das Blatt so geändert. Kann man mal sehen, wie krass brutal Amiibos sein können. Wenn du denkst, ja, es ist ausgeglichen oder du liegst in Führung, dann boom, hast du schon mal gleich einen Stock verloren. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Kirby her. Oh Gott. Hi! Hi! So, da kommt die nächste Beschwörung. Ja, schnapp ich mir hier gleich mal. Schön den Upsmash noch hinterhergehauen. Und gerade hatten wir Odin, jetzt kommt Ramu. Ja, und der elektrisiert auf. Die Plattformen. Ja. Das ist ein bisschen hilfreich. Das ist immer. Das Was macht Kirby da? Das sieht so aus, also und Kirby versucht sich über der Platte zu halten, anstatt dass er einfach von der Platte weggeht. Das fand ich irgendwo niedlich. Ich fand's einfach nur bescheuert. Ich fand das niedlich. So nach dem Motto: Hilf mir, da ist Strom. Ich will nicht. Ich nutze die Chance natürlich zum Angreifen, was sehr gut funktioniert. Na, Kirby will und will nicht rausfliegen. Da wollte ich ihn spiken, aber ich habe ihn nicht richtig getroffen. Ja. Ich habe schon mal den Ausgleich geholt. Und aber oh, das Stage-Spiken. Da haut er sich selber raus mit seinem eigenen Rettungsmove. Ja, da konnte er nicht mehr viel machen. Da, wenn jetzt kein Wunder geschieht, wird's wieder ein Sudden Death. Okay, wie sich das jetzt angehört hat. Death. Und Kirby schnappt sich jetzt hier erstmal die Beschwörungskugel. Und ruft Ifrit. Mit seinem tosenden Höllenfeuer der Stage ordentlich einheizt. Der Mega-Flammenwurf auf Doom. Und was geschieht hier gleich? Ich versuche ihn natürlich rauszuhauen, weil die Stage hier nach links gedrückt wird. Aber Kirby denkt sich, nö, was du versuchst, das ziehe ich jetzt einfach mal durch. Ja, und da ist es jetzt wohl keine Überraschung mehr, wenn ich sage, oh. Vorbei. Das Bild sieht merkwürdig aus. Mewtwo so, das akzeptiere ich nicht, ich smoll jetzt. Ja, das mache ich jetzt auch raus. Na gut. So fies, dieser kleine rosa Knubbel, hat er wirklich das durchgezogen, was ich versucht habe. Kirby ist ein richtiger kleiner Teufel. Er sieht nur so niedlich aus, aber lasst euch von dieser Fassade nicht täuschen. Kirby hat was drauf. Definitiv. Und wie fandest du es, als Gast hier dabei zu sein? Ja, war ganz in Ordnung, auch wenn du mich vor der Aufnahme gespoilert hast. Ja, ich wusste sorry, nämlich schon, wie der Kampf ausgeht. Da hat meine Wut aus mir gesprochen. Tut mir leid. Aber wenigstens wusstest du nicht, wie es genau so passiert ist, so diese einzelnen Moves und. Ich wusste, dass du Stage-spiked hast, ich wusste, dass der Flammenwurf kam. Das hast du alles verraten.
Müssen die Zuschauer doch nicht wissen. Ach egal, jetzt müssen sie es eh. Egal, der Part ist eh nachkommentiert, von daher. Ja, passt schon. Ja gut, auf jeden Fall vielen Dank, dass du dabei warst. Wie bist du der einzige Gast hier bei mir auf diesem Kanal? Vielleicht kommen irgendwann noch weitere. Du lädst ja auch niemanden ein. Geht auch ein bisschen schlecht, wenn ich keine Bildübertragung machen kann. Aber ich sag's mal so, vielleicht wird sich das irgendwann mal ändern. So viel sag ich mal. Na gut, dann würde ich sagen, das war's dann mit diesem Part. Nochmal danke, dass du dabei warst. Jo. Vielleicht nochmal in einem anderen Part von N Smash vs. Amiibo. Mal gucken. Ist, wenn wir lustig sind, was wir nie sind. Und damit würde ich sagen, tschüss. Was, euer N Smash. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, im nächsten Part seid ihr auch dabei. Und denkt daran, immer schön zocken. Ciao. Niederlage.